Im November 1992 sah der Marktplatz im Zentrum von Crivitz noch nicht so aus wie heute. Denn damals wurde der Bau der Sparkassenfiliale gerade erst begonnen. Heute feiert sie bereits ihr 30-jähriges Jubiläum, ist also eine feste Größe hier am Markt. Selbstverständlich ist das nicht in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten. Entsprechend dankbar zeigte sich an diesem feierlichen Tag auch die Bürgermeisterin der Stadt. Für eine kleine Stadt wie Crivitz ist natürlich jedes Unternehmen schon mal wichtig, das wir in unserer Stadt haben. Und ich sag mal, für die älteren Menschen ist es so eine Art Daseinsvorsorge, dass sie tatsächlich noch vor Ort mit einem Menschen sprechen können, dass sie im Grunde genommen auch, wenn sie mit der Technik nicht so bewandert sind, tatsächlich auch ihre Grundbedürfnisse hier mit dem Geld im Grunde klären können. Und dank dieser persönlichen Kundenbindung ist die Sparkassenfiliale in Crivitz auch ein Stück Heimat für die Menschen hier. Und für die Heimat kontinuierlich etwas zu tun, das Umfeld bestmöglich zu unterstützen, das treibt auch die Mitarbeiter der Sparkasse in ihrer täglichen Arbeit an. Und so nahmen die Jubilare nicht nur Geschenke entgegen, sondern verteilten auch welche. Ein ganz besonderes, nämlich einen Scheck in Höhe von 300 Euro, erhielt der Förderverein Arboretum Crivitz e.V. Der Verwendungszweck ist auch schon klar. Wir werden mit diesem Scheck ein Insektenhotel aufbauen. Und zwar haben wir schon Verbindung, weil wir das im Vorfeld ja so ein bisschen wussten, haben wir eine Verbindung aufgenommen mit den Lewitzer Werkstätten. Und die werden uns dieses Insektenhotel fertigen, sodass wir auch gleichzeitig für die behinderten Menschen eine Beschäftigung haben. Und wir kriegen dann das Insektenhotel, das stellen wir in Arboretum auf. Und dann kommen die vielen Insekten, Bienen und Wildbienen und was alles so ist, die werden dann dort einziehen, sodass wir auch für die Artenvielfalt einiges getan haben. Und so profitieren gleich mehrere Seiten vom Geschenk der Sparkasse. Dieser Gemeinschaftssinn, die Menschen und ihre Region zu stärken, ist ein wesentlicher Leitgedanke der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Wir gucken immer, wenn wir so in den Filialen Jubiläen feiern, wo wir Vereine und gemeinnützige Institutionen aus der Region, in der wir dann mit der Filiale unterwegs sind, unterstützen können. Und so sind wir auf den Verein gekommen, gucken auch immer, dass wir gemeinsam schon was machen können. Also haben wir zusammen Kontoverbindungen oder schon irgendwelche Maßnahmen durchgeführt. Und der Verein mit seinem, ich glaube, 7,6 Hektar, die er betreut, mit verschiedenen, ich glaube, 130 verschiedenen Bäumen, ist dann schon was Besonderes. Und da wir gerade uns im Klimawandel befinden, ist das ja vielleicht gar nicht so verkehrt, auch mal auszutesten, welche Bäume dann eventuell ein bisschen klimaresistenter sind, was ja mit dem Geschenk mit der Eiche schon passiert. Die wird ihren geeigneten Platz im Arboretum Crivitz erhalten, gleich neben dem in Auftrag gegebenen Insektenhotel. Zum 60-jährigen Jubiläum der Sparkassenfiliale Crivitz sollte dann aus der kleinen Traubeneiche ein sehr stattlicher Baum geworden sein.